Im letzten Teil der Löffelschnitt-Serie haben wir uns um den Axtgriff von meiner Axt gekümmert und im heutigen Teil werden wir uns um den Löffel Rohling kümmern. So, die erste Frage ist natürlich, was nimmt man jetzt für Holz? Ich denke, die wenigsten von uns haben einen Wald vorm Haus und selbst wenn, du kannst jetzt nicht einfach in den Wald gehen und irgendein Bäumli umhauen. Das ist ja blöd. Da hat man jetzt so ein bisschen drauf gesetzt. Einfach, dass du dir einen Löffel schnitzen kannst. Deswegen, frisches Holz, habe ich mir sagen lassen, wäre das Beste. Habe ich jetzt aber eben auch nicht zur Hand. Deswegen greife ich auf Holz zurück, was schon ein bisschen angetrocknet ist. Einfach, weil ihr wahrscheinlich auch an nichts anderes drankommt. Ich übrigens auch nicht, ja? Weil ich kann jetzt auch nicht in den Wald gehen und einfach irgendeinen Baum umhacken und dann sagen, hey, ihr wollt mir einen Löffel schnitzen? Sorry, Bro. It's just a prank. Bevor wir jetzt wie das letzte Mal einfach sinnlos auf dem Holzstück rumhacken, ohne dass wir irgendeine Vorlage... Ach übrigens, apropos rumhacken, gell? Das ist ja die Axt, die ich schon hatte, die habe ich mir dazu gekauft, weil ich gemerkt habe, das ist mit der, die hat schon ein Gewicht und die ist viel kleiner und feiner. Also wir werden nachher auch mal feststellen, macht die Axt im Hacken auch einen Unterschied? Wie viel Unterschied macht sie? Und jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie soll der Löffel ausschauen? Wie lang ist er? Wie ist die Form? Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, was es für verschiedene Löffelarten gibt. Also habe ich mal Google angeworfen und geschaut, ob es da irgendwelche Vorlagen oder Schablonen, vielleicht sogar gratis, zum Download gibt. Also ja, gibt's. Wenn ihr irgendwie Holzlöffel, Template oder irgendwas sucht, dann findet ihr solche Teile. Ich habe auch eine Gabel genommen, weil ihr seht, da ist eine Kontur drin. Das ist ja kein flaches Teil. Ja, das werden wir jetzt versuchen zu machen. Ja, ein Stück absägen. Ihr habt übrigens auch noch Ziehklinge gekauft. Oder nicht Ziehklinge, Zugmesser, ja, dass wir wirklich auch gut ausgerüstet sind. Aber mein Gott, mit der Bandsäge, es geht schneller. Habe ich so Bandsäge, aber viel bessere Idee. Erste Aufgabe, wir müssen aus dem Drum irgendwie mal zwei Hälften machen. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit einem... Ja, aber hier ist ja so... Weißt du, das sind alles so Sachen, ich habe keine Ahnung. Also ich habe, wer mir jetzt zuschaut und denkt, ihr kriegt hier ein Tutorial. Nein. Schade. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Also ihr lebt mit mehr oder minder mit, was ich hier mache. Jetzt müssen wir das halbieren. So. Ja, das hat leider bloß sehr viele Sprünge. Das ist natürlich jetzt doof. Ich weiß natürlich jetzt nicht, das hat halt... Siehst du, das erste Learning... Die Sprünge gehen von der Seite eine ganze Ecke rein. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das geil ist. Komm, säg mal nochmal ein Stück ab. Astreines Stück. Oh, astrein, ja, wortwörtlich. Jetzt halbieren wir das nochmal, dann schauen wir, ob wir da weiterkommen. Die erfahrenen Löffelhacker würden jetzt natürlich zack, zack, zack und am Schluss kommt ein Löffel raus. Leider bin ich kein erfahrener Löffelhacker. Ich habe gar keine Ahnung, was ich mache. Aber ich zeichne mir jetzt mal erstmal die grobe Form des Löffels hier an. Das wäre schon mal der Anfang. Ja. Es geht halt schon mal ultra scheiße, weil das hier gar keine schöne gerade Fläche ist. Das ist schon richtig scheiße ist das hier. Kann ich irgendwie planen, die Fläche? Ihr habt doch so ein Zugmesser, das kann man doch mal probieren. Also ich lasse mich raten, das ist jetzt... Jetzt habe ich das Spannproblem. Ja, das war mir natürlich wieder klar, gell? Ah, Gott, das geht mir schon wieder direkt geht es mir schon wieder auf die Nerven. Heiliges Blechle. Was machen wir jetzt da? Diese Kackform da jetzt, oder wie? Willst du mich verarschen? So, komm, scheiß drauf, passt. Was soll's? So, jetzt haben wir die Kontur der Gabel. Da könnte man schon mal irgendwie so eine... Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache, ehrlich gesagt. Mache ich jetzt... Komm, wir hacken mal das grobe Material hier zumindest mal weg. Ist auf jeden Fall gut, weil jetzt hat man mal eine Linie, an die man sich irgendwie halten kann. Das war ja vorher leider nicht der Fall. Es gibt ja auch verschiedene Techniken. Man könnte es hier einsägen und dann immer hinhacken. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen muss oder nicht. Ich werde jetzt einfach mal mit der Axt ein bisschen hier rumkloppen und schauen, was sich da ergibt.
Ich habe übrigens zum Schutz meiner Werkbank so ein Ding hier drunter. Jetzt tauschen wir mal die Axt. Denn die Axt ist halt schon, also die ist schon, ich würde es jetzt sagen, unhandlich, aber da hast du halt irgendwie echt das Gefühl, du kannst mehr hier so. Das wirkt wirklich mehr wie so eine Erweiterung der Hand und das ist halt wirklich so eine Extremität. Also das fühlt sich hier, die habe ich natürlich nachgeschliffen, also mit der kannst du deine Haare rasieren, so scharf ist die. So. Also mit der, was muss ich sagen, hast viel mehr Kontrolle mit der kleinen. Die große ist so, ja, das hat auch was, das hat auch was. Also ich bin hin und her gerissen, ob jetzt die kleine oder die große besser ist. Also für die groben Sachen würde ich echt sagen, ist die große gut. Aber wenn es nachher mal an die kleinen, feinen Sachen geht, glaube ich, ist die kleine auch nicht gerade verkehrt. Boah, ich muss schon wieder schwitzen. Ich glaube, in dem Stadium wäre es sinnvoll, wenn wir mal die Kontur anzeichnen, weil wir sonst immer viel zu dickes Holz hacken müssen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was sie macht. Deswegen werden wir uns das jetzt mal irgendwie so grob anzeichnen. Also wir haben hier quasi... Hier ist irgendwie die Gerade. Und dann kippt es hier irgendwie so ab. Und geht dann so hoch. Dann hätte ich gesagt, hacken wir mal von hinten da was weg. Also was mir gleich auffällt, ist, dass das Ganze irgendwie winklig ist oder gleich, dass... Das ist hier dünner als da, also das ist alles gar nicht so ganz einfach. Bandsäge, 2 Minuten, ist der komplette Löffel fast fertig, gell? Das ist eigentlich echt der Witz, aber es geht ja nicht um hier einen blöden Löffel zu haben, sondern um hier ein bisschen was zu lernen. Ja, das war schon, ja, gell? Das war schon wieder zu viel. Also was mir gleich auffällt, du brauchst wirklich Ruhe dazu. Das ist nichts, wo schnell, schnell geht und das mache ich mal kurz. Das ist wirklich was, da musst du dich drauf einlassen, da musst du dich konzentrieren, da hackst du ein bisschen deppert rum. Da musst du schon sehr, sehr bei der Sache sein, weil mit so einer scharfen Axt nahe am Finger hacken ist jetzt nicht ganz ungefährlich, sagen wir es mal so. Ich will jetzt das Zugmesser, oder wie heißt das Zugmesser? Ich will es jetzt mal ausprobieren, weil ich habe keine Ahnung, ich habe das Ding noch nie mit Leben in der Hand gehabt. So, jetzt schauen wir mal. Oh, das kann ich aber sehr gut dosieren. Oh, das, hey, das ist echt geil. Du kannst hier, also das hast du in Sekunden raus, du kannst hier einen ganz feinen sparen, du kannst aber auch voll reinhacken. Das ist ja, das ist echt cool, du. Das ist, kann man da dann gleich hier rumschnitzen oder wie funktioniert das? Ja, es ist halt stumpf wie die Sau, gell? Aber dieses Zugmesser bringt mir eh nichts, weil ich den Löffel nicht spannen kann. Also müssen wir es hacken. Aber eigentlich heißt es ja Löffel schnitzen, gell? Schnitzen ist ja eher sowas. Ich habe extra so Schnittschutzhandschuhe bestellt, die sind leider noch nicht da. Ja, komm, kein Stress, oder? Kein Stress, ne? Ist wahrscheinlich auch schlecht. Ich weiß nicht, wie weit hackt mir das, oder? Das schaut ja schon mal nicht so ganz beschissen aus.
Weißt, die Kackszenen sind natürlich wieder nicht auf dem Video. Jetzt wollte ich gerade einfach mal leicht probieren, wie stabil. Wisst ihr Bescheid? Ja, bevor ihr das Ding da rumliegen habt, wo ich euch das Ziehmesser gezeigt habe, ihr habt jetzt einfach mal wild rumkackt und das ist dabei rausgekommen. Also es schaut gar nicht mal so beschissen aus. Jetzt probieren wir uns mal an dieser Aushöhlung da. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich mache, also nehmt es bitte nicht übel. Das ist alles bloß ein Test, um mal zu gucken, wie weit kommt man da. Ja, das wird auch schon wieder, ich sehe schon wieder, das wird auch schon wieder alles gar nicht so ganz einfach. Das ist halt saugefährlich, gell, mit dem Haken da. Wenn du da irgendwo hinkommst, ist halt gleich Game Over. Also das geht nicht so easy. Ah, Gott sei Dank. Ah, Gott, ich bin an dem Zeitpunkt ehrlich gesagt bloß nur, dass es überhaupt ein Löffel wird, dass ich was vorzuzeigen habe in dem Video, weil ich will das Video nicht schon wieder beenden mit... Ja, sorry, ist nichts geworden. Das heißt, ich schnitze den Löffel jetzt fertig und dann haben wir am Schluss hoffentlich irgendein Ergebnis, was sich zumindest halbwegs vorzeigen lässt. Das ist mein einziges Ziel, was ich noch habe. Ja, toll, der Löffel wackelt, der bricht wahrscheinlich dann gleich weg. Also, die Geschichte mit dem Spannen... Die ist schon echt zum Kotzen. Das ist schon richtig beschissen. Also seit ich hier so rumschnitze und der Rohling wirklich mit der Axt fertig geklopft ist, muss ich sagen, kann ich dem irgendwas abgewinnen, weil jetzt dann die endgültige Form hinschnitzen, das ist schon sehr meditativ und auch keine anstrengende Arbeit, weil man da immer wieder gucken muss, ist der Löffel auch symmetrisch, was er bei mir jetzt nicht ist. Aber das, dem kann ich irgendwas Gewisses abgewinnen. Ich könnte jetzt natürlich noch 12 Stunden weiter an diesem Holzlöffel rumschnitzen. Ich lasse es an der Stelle jetzt aber mal sein. Ich zeige jetzt mal, was ich hier habe. Also so schaut er jetzt aus. Man sieht die Kontur. Das ist auch nicht gerade die traumhafte Kontur. Aber es ist zumindest ein Löffel. Hier habe ich ein bisschen Chip-Out. Hier, ach, das ist alles halt nicht so richtig geil. Ihr seht diese ganzen Facetten, die durch das Anschneiden natürlich kommen. Das Schleifpapier habe ich halt nicht verwendet. Ich habe nur Messer verwendet. Naja, habe ich jetzt Spaß bei der ganzen Sache gehabt? Ja, bin hin und her gerissen. Diese Hackgeschichte, klar, wenn du es öfter machst, dann weißt du genau. Ich denke, das ist eine reine Übungsgeschichte. Ob ich es nochmal machen werde, ich weiß es nicht. Ich kann dem aber was abgewinnen, gerade mit diesem Messer dran sitzen, diese feinen Facetten da anschneiden. Dem kann ich was abgewinnen. Wie gesagt, für alle Leute, die irgendwie Ruhe in dem Hobby suchen und Konzentration, ich glaube, das sollte ihr mal probieren, das ist genau das Richtige. Für mich, der ein bisschen quirliger ist, weiß ich jetzt nicht so. Naja, muss jeder selber entscheiden. Danke fürs Zuschauen. Die Löffelserie ist somit abgeschlossen. Ich habe es geschafft, erfolgreich einen Löffel zu schnitzen. Macht es gut. Bis die Tage. Servus.